Ich gebe wirklich jeden Tag gerne in die Arbeit. Natürlich sind Tage dabei, wo es stark ist. Ja, aber weil ich halt auch ein Mensch bin, ja? Und es darf sein, es hat auch Platz hier und ich kann genauso zu den Kindern sagen, Kinder, wisst ihr, heute habe ich Kopfweh. Und das ist aber okay, weil wir ein Miteinander da haben. Hallo, ich bin die Martina und arbeite bei der Caritas St. Isidor in einer Wohngruppe als Betreuerin. Also mein Arbeitsalltag ist sehr familienähnlich. Also ich komme, normalerweise komme ich um 11 Uhr im Dienst, mache mir einen Überblick, was steht heute an. Ja, wenn ich das einmal gemacht habe, dann gehe ich in die Küche und beginne zu kochen. Also ich koche im Prinzip wieder heim. Heute gibt es Fischstäbchen mit Erdäpfelsalat. Ich schmuggle ein bisschen Gurken auch noch rein, damit wir ein wenig Gemüse auch noch haben. Es kann um 12 Uhr sein oder um 1 Uhr, kommen dann die ersten Kinder nach der Reihe. Der Nachmittag gestaltet sich auch individuell, also mit Hausaufgaben machen. Nachdem macht man Haushalt natürlich auch, also wir haben auch Haushaltstätigkeiten zu verrichten. Schabsang wischen, wie auch immer. Und wo wir auch natürlich auch die Kinder mit einbeziehen. Und gegen Abend fängt dann das Abendritual an. Man riecht das Abendessen her, die Abendhygiene, baden gehen, Zähne putzen, gemütlich Fernsehen miteinander und dann gehen wir jetzt ins Bett. An der Caritas selber, an dieser Institution Caritas, schätze ich, es ist ein sicherer Arbeitsplatz. Uns wird es immer geben. St. Isidor ermöglicht es, dass ich mich weiterentwickelt. Also ich darf Weiterbildungen machen. Also wir haben fast wöchentlich Teambesprechungen, wir haben Supervisionen. Unser Team, also ich finde unser Team gerade ganz toll. Und ein Team, ein gutes Team ist einfach auch das Um und Auf, gell, dass das funktioniert, weil dann kann man auch einmal schwierige Situationen kann man viel leichter meistern, wenn man miteinander das macht und nicht alleine. Ja, Schwierigkeiten können natürlich bereiten, wenn Kinder Verhaltensweisen zeigen, wo man nicht weiß, so von wo kommt das jetzt. Gell? Es sind schon, unsere Kinder haben alle eine Geschichte. Ja? Gerade wenn es in diese depressive Richtung geht, wo ich sage, da ist so viel Leid da, gell? Da komme ich an meine Grenzen, wo ich sage, wie kann ich jetzt da helfen. Gell? Was soll ein Mitarbeiter mitbringen? Organisatorisch muss man gescheit auf Zack sein. Es muss einem bewusst sein, dass ich für 5 Kinder die Verantwortung habe. Eine irrsinnige Geduld braucht man. Humor, bitte Humor brauchst du. Also du musst einfach auch wirklich über gewisse Sachen lachen. Kinder, ohne dass ohne oder nicht so ernst nehmen alles. Ja. Du brauchst dein Herz und dein Verstand, musst du da drinnen einsetzen. Ja. Dein Bauchgefühl darf auch nicht fehlen. Es muss einfach so ein Rundum sein. Der Beruf erfüllt das komplett. Also diese sinnstiftende Arbeit, die was ich gut kann und gern mache.